Ich will mal einen neuen Winterschlafsack ausprobieren, und zwar der Snugpack Elite Force 5. Wenn du wissen willst, was er kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder am Survival Shop dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraft Areal auf Altolapartie. Elite Force 5. Ich muss gleich eines dazu sagen. Dieses Teil ist total anders als meine Carinthia-Teile. Ich habe einen Defense Fall, habe ich ja oft drüber gesprochen, der auch modular ist, wo man den wurscht. Und dieses Ding ist einfach anders. Dieses Ding ist einfach anders, aber dadurch nicht schlechter, aber es ist einfach anders. Schauen wir es uns mal an. Nummer 1, da das ja eher Winterschlafsackmäßig ist, hat der ja einen Wärmekragen. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber bei einem Carinthia Defense 4 oder Survival One oder was auch immer, da kann ich da, ja, war ich komplett so richtig mumienmäßig eingewickelt. Das ist hier etwas anders. Ich kann zwar, ich habe jetzt doch nicht viel Erfahrung damit gemacht, muss ich auch dazu sagen. Daher, ich werde die Periode dazu nutzen, dieses Ding jetzt mal ausgiebig zu testen. Nämlich auch draußen so richtig zu testen, nicht nur so ein bisschen Probe liegen oder mal eine halbe Stunde draußen liegen, sondern so richtig eine Nacht. Und das Schöne ist, ich habe jetzt einen ganzen Park voll Survival Trainings wieder, jetzt im Herbst und im Winter, und da kann ich das hier nicht gut ausprobieren, aber soll so sein. Das heißt, der macht nicht ganz zu, das heißt, es ist hier auf der Seite etwas mehr offen, das heißt, Haube und solche Dinge, also ja, da muss man einfach aufpassen, dafür dann Wärmekragen, das darf man auch nicht vergessen, das heißt, man hat dann Wärmekragen. Ich werde berichten. Dann das nächste, was ich da gleich dazu sagen muss, dass dieser Zip durchaus in Ordnung ist, aber der braucht Silikonspray. Das bedeutet, wenn du den klassisch, so wenn du ihn kaufst und gleich auspackst, dann ist es gut, wenn du den ein bisschen einsilikonierst, weil der hackelt ein bisschen. Jetzt nicht so, dass ich sage, das ist absoluter Billig-China-Müll. Nein, das nicht. Na, ein bisschen Silikonspray gibt dem Ganzen einfach mehr, ja, macht es prickelnder. Gut, was ich nett finde ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch ein modulares Schlafsacksystem, soll bedeuten, dass man hier auch innen drin, ja, Schlafsäcke mit einbauen kann. Nämlich, das siehst du hier, ich habe jetzt aufgemacht, hier innen, da, dieses Teil hier, da ist der Zip, der zugemacht hat, das heißt, da ist der andere Teil, steht hier über. Das bedeutet einerseits, ich habe schöne Abdeckung, ja, das heißt, das kann nichts durchziehen, das ist super gemacht, und da ist hier ein Zipperl, und auf der anderen Seite, hier da irgendwo, wo ist es, ja, warte mal, jetzt finde ich es nicht, nein, passt eh, genau, aber das passt schon, nein, das stimmt schon, da habe ich es, auch wiederum ein Zip. Ich mutmaße, ich weiß es nicht, aber das kannst du mir jetzt beantworten als Kommentar, dass das gedacht ist, dass man noch irgendein Inlet, irgendeinen anderen Schlafsack mit reinbaut, als modulares System. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht recherchiert, aber ich werde es rausfinden, denn ich möchte jetzt einmal in diese Snugpack-Welt einsteigen und ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln damit, damit ich auch richtig was darüber erzählen kann. Denn Carinthia Defense 4 habe ich ja in mehrfachen Ausführungen ausgetestet, bei dem weiß ich es noch nicht. Ja? Was ich schon gemerkt habe, ist, dass abgesehen davon, dass er natürlich schwer ist, er hat 2,4 Kilo, ist auch kein Dauernschlafsack, sondern als Kunsthohlfaser, was weiß ich was, ja? Er macht mehr Lärm. Im Innenbereich, das zeige ich dir auch noch, ist das Material besonders hier, also was auch passieren kann, aber das war bei allen Schlafsäcken, dass sie halt da außen ein bisschen einreißen. Das kann passieren. Ich habe mir da schon einmal einen Schlafsack ordentlich fest aufgerissen, aber das soll so sein. Hier innen, dieses Innenmaterial, besonders im untersten Bereich, da wo die Füße sind, und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist zwar lauter, aber das kann man sicher gut abputzen. Also wenn man mit Schuhen reingeht oder grundsätzlich dreckig ist, das Abwischen ist sicherlich einfacher möglich. Dann hier hast du zwei solche Flauschi, ich weiß nicht, da heißt es wieder kein Flauschi, sondern das sind ganz einfach Kordeln, ich weiß nicht. Aber man kann, und das mutmaßlich, dass das die Idee ist, den Schlafsack dann nach dem Schlafen am nächsten Tag, wenn hoffentlich die Sonne scheint und es nicht regnet oder irgendwie grauslich nebelig ist und man auch ein bisschen vor Ort bleiben kann, den Schlafsack aufhängen oder auch zum Lagern, ich weiß es nicht, ja. Weil dann sollte man halt nicht komplett zusammenkomprimiert lagern, aufhängen kann, so,
Das ist super, weil bis jetzt habe ich sie immer irgendwo so drüber gehängt und dann kommt genau da nach hinten die Luft nicht so dazu oder die Sonnenstrahlen, also das passt einmal ganz gut. Ja, das zu dem, das finde ich gut. Also der untere Fußteil, der ist extra ein anderes Material. Hier siehst du die Naht, da wird es dann wieder, ja, ich weiß nicht, wie das alles heißt, dieses Material. Aber geh auf Amazon, geh auf einen Shop und schau dir das Ganze einfach an, da sind alle Informationen, soll so sein. So, gut. Der Schlafsack insgesamt ist halt, und das kann ich dir gleich sagen, ein bisschen eng. Ja, eng. Also von der Bewegungsfreiheit kann ich dir gleich eines sagen. Wenn du schlank und rank bist und so richtig durchtrainiert und keine fette Wampe hast, also ganz anders ausschaut als ich, ja, dann wirst du genug Platz in dem Teil haben. Aber ich sag dir, joe, also besonders wenn das dann auch noch modular mit anderen Teilen zusammenzubauen ist, also wenn du Statur hast wie ich, dann ist dieser Schlafsack irgendwie nicht ganz das Richtige. Ja, aber man kann nicht immer gewinnen. Wie gesagt, man kann nicht immer gewinnen. Ja. Sonst insgesamt vom Schnitt her, hier unten, da wäre alles perfekt. Muss ich auch gleich dazu sagen, es ist deutlich enger geschnitten als zum Beispiel der Defense 4, wenn dir das etwas sagt. Das hat aber hier unten auch Vorteile. Ne? Denn wenn das enger zusammengeht, dann habe ich unten bei den Füßen auch weniger Raum, dass ich selber heizen muss. Denn ich bin ja mein eigener Heizkörper da drinnen und das ist die Isolationsschicht. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber wenn du um die Mitte ein bisschen Speck angesetzt hast, so wie ich, dann ist es vielleicht nicht ganz das Richtige für dich. Ja, wie gesagt, es ist zu früh, jetzt ein Urteil zu bilden, weil ich habe noch nicht wirklich richtig echt drinnen geschlafen. Daher wäre es jetzt zu früh. Ich werde das aber nachholen. Der soll einen Komfortbereich, warte mal, steht eh da drauf, warte mal ganz kurz, einen Komfortbereich von minus 15 oder sowas haben. Schauen wir mal, da steht es eh drauf. Einen Komfortbereich von minus 15, genau, und den Extrem von minus 20. Glaube ich nicht. Aber das glaube ich nicht, nur das Snackback nicht, sondern da sind sie alle einfach Lumpen. Alle sind sie da Lumpen, die Schlafsackhersteller, aber soll so sein. Ich glaube ohnehin, dass es sehr abhängt von der aktuellen Situation, also von den Gegebenheiten zu dem Zeitpunkt, wo du unterwegs bist. Ist es eine trockene Kälte, ist es eine feuchte Kälte? Wie bist du selbst? Das hat jetzt nichts mit dem Carinthia zu tun, aber mit dem habe ich einfach die meisten Erfahrungen gemacht. Ich war mit einem Wildnistrainer auf... Ja, da waren wir in einem Tipi sogar drinnen und hatten sogar ein Feuer und ich glaube, das war im Februar oder so irgendwas und da hatte es, da ist es untertags war es durchaus in Ordnung und in der Nacht, da ist richtig die Kälte reinkommen und ich habe gefroren und habe geglaubt, ich muss sterben. Ja, ich musste aus dem Schlafsack raus und habe mir sogar Feuer antun, wenn es so kalt wurde. Er hat weiter geschlafen, ja, wie auch immer, ist egal. Und ein anderes, und da, ich habe dann nachgeschaut, da hat so, weiß ich nicht, minus 8, minus 9 Grad gehabt. Okay, und dann wiederum habe ich mit dem bei minus 15 Grad draußen geschlafen, natürlich mit einer schönen Unterlagsmatte und allem drum und dran, und habe durchgeschlafen wie ein Baby. Also, das hängt von vielen Faktoren ab und kann man nicht immer mit dem Grad. Ja, so minus 8 Grad und da minus 15, also muss er bei minus 8 Grad, muss mir wärmer sein als bei minus 15. Das halte ich für ein Gerücht. So, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde den austesten und werde dann ja, in einem halben Jahr wieder davon berichten und dir sagen, was ich davon halte. Ich weiß noch nicht. Leider ist er ein bisschen eng. Ich könnte auch ein bisschen abspecken, aber das wird momentan nichts. So viel zu tun im Moment, das wird momentan nichts. Was mich auf jeden Fall interessiert, wenn du schon Erfahrungen mit diesen Elite 5 hast, bitte schreib sie mir, das wäre irrsinnig interessant. Hast du auch Erfahrungen, ist das dieses mit diesem modularen System? Schreib einfach ein bisschen was, weil ich weiß, also mich interessiert es und ich weiß auch, dass es viele andere Leute gibt, die gerne Kommentare lesen und sich hier Erfahrungen von anderen Leuten herholen. Also daher, Daumen nach oben. So, dass das wie immer billige Eigenwerbung war, das muss da klar sein. Schau auch auf Waldulabertier vorbei. Daumen nach oben oder nach unten, mein Shop, gibst auch einen Link. Und, dein Reini Rossmann, bis dann und ciao, ciao.